Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2. Wir befinden uns immer noch in der wunderschönen Infernal Castle. Ich habe beim letzten Mal zwei rote Kisten ausgeräumt, hatte aber auch die ein oder andere zusätzliche Kiste noch mit dabei, die ganz guten Kram enthalten hat. Und wir sind höchstwahrscheinlich kurz vor dem nächsten Bossfight. Und ich habe nicht vergessen, also einerseits für Laura nochmal die CP voll zu machen. Deswegen haben wir jetzt hier in dem Raum gerade keine Gegner mehr gesehen. Die haben wir beim letzten Mal einmal bekämpft. Die sind dann wieder respawned. Ich habe den Kampf genutzt, beziehungsweise die Kämpfe genutzt, um die CP wieder auf Vordermann zu bringen. Und ich brauche unbedingt die Möglichkeit, nochmal meine Quartz-Slots abzugraden, da ich einen Quartz beim letzten Mal noch gefunden habe, den ich gerne Emma überlassen wollen würde. Da fehlt mir aber noch ein Stufe 2 Upgrade und siehe da. Finally. Oh, that took way too long. What is this I feel? Das kann ich dann jetzt vermutlich an dieser Stelle nachholen. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Also, wo war das nochmal? Hier, Slot. Okay, also diesmal bekommt sie die volle Gönnung. Ich meine, ich habe eh ein bisschen Seppet-Überschuss und ich weiß nicht, ob andere überhaupt solche Upgrades noch benötigen werden. Ich werde jetzt Emma hier einmal erstmal komplettieren. Man könnte jetzt drüber nachdenken und ich denke nicht nur drüber nach. Ich werde das jetzt bei allen auf noch einen fehlenden Slot hinauslaufen lassen, also außer bei Emma halt, sodass ich dann für die Zukunft vielleicht ein bisschen besser aufgestellt bin und nicht mehr so ganz dringlich darauf warten muss, so eine Station hier ausfindig zu machen. Und ja, so kann man auf jeden Fall besser voranschreiten. So, ich habe mir beim letzten Mal auch gar nicht angeguckt, was Emma hier für einen neuen Zauber bekommen hat. Shadowblade hat sie nämlich im Rahmen der jüngsten Umstellung nochmal in ihr Portfolio aufgenommen. Und das ist, glaube ich, ziemlich geil. Also das hat eine Class SSS+. Plus. A Demonic Blade absorbs 5% of damage dealt as HP. Ziemlich gut. Zumal das wahrscheinlich vom Schadensoutput her auch nicht von schlechten Eltern ist. Ich meine, guck mal, allein die EP-Kosten, die bewegen sich auf Niveau von Clarium Solarion. Und das haut schon ordentlich rein. Jetzt habe ich wenigstens noch ein zusätzliches Element, was ich auch noch bedienen kann. Das kann definitiv nur hilfreich sein. So, und austauschen wollte ich jetzt hier. Was war denn das nochmal? Hier, nee, war das? Das war Action 2. Ja, doch, Action 2 sollte weichen für den Skanda-Gem. Guck mal, damit ist sie nämlich mit ihrem Speedwert auf Niveau der anderen Mitstreiter. Teilweise sogar drüber. Sie ist jetzt schneller als Rin. So muss das sein. Sehr gut. Ich meine, ich brauche sie ja nicht nur als magischen Angreifer, sondern auch für ihre Crafts, ne, mit der Defense, mit der Magic Reflect. Also es gibt einige Gründe, warum man Emmas Speedwert boosten sollte. Und das ist dann hiermit offiziell geschehen. Sehr cool. Ey, ich bin gerade so voller Zuversicht, dass die nächsten Bosse hier alle irgendwie machbar sein werden. Aber mal gucken, was noch kommt. Ich meine, es ist immer noch ein Trails-Spiel. Die sind bekanntermaßen ja auch gut für Überraschungen, gerade wenn es auch so um Schwierigkeitsgrad-Peaks geht. Und ja, ich würde mich jetzt einfach mal vorwagen und gucken, wem wir als nächstes über den Weg laufen. Und wer uns zu Hilfe eilt. Here we are. I think we're at the end of this stratum. I feel as though we've just stepped into an ancient temple of some description. Someone's here. We all know you're there, so you can come right on out, McBurn, the almighty conflagration. We saw each other at the Duke's fortress, right? Bet you're as psyched as I am to have been dragged out to a place like this. You got that right. If you don't want to be here, then you can get out of our way and leave. Enforcers are pretty much allowed to do whatever they want in Ouroboros, right? What do you mean, whatever they want? I do recall Sharon saying something along those lines.
What a peculiar organization. Well, I could, I guess. I've got about zero interest in anything you kids are fighting for. And I'm not Erebonian, so not like it matters to me who wins the war either. I've just got one order of business to take care of, then I'll be happy to get out of your faces. What are you planning? You've got the Purple Lightning with you, but we can have fun some other time. Reen Schwarzer, get your Divine Knight in here. What? Are you planning on trying to defeat him all by yourself? What? But that's ludicrous. That's exactly what I'm planning. Don't get me wrong. Kinda curious about what your powers can do now. But I shouldn't need to hold back at all in a one-on-one against that giant hunk of metal. So come on, don't be shy. Hurry up and call him. This is nuts. Don't listen to him! Remember your battle with the Azure Awakener! You won't have that chance if you call him now! Yeah, I know. You're strong. It's frighteningly clear how much your abilities are in a whole different league to the rest of us. I doubt there's anything in this world that it can't incinerate. I feel the same way. I can only guess what you have is somehow connected to the divergent laws of Ouroboros. Not another word, little lady. Well, you're right. Still want to try your luck against me? That's right. I'd be a fool to think we can completely defeat you. But I have every reason to believe we can cleave open a path past you. On behalf of everyone who's ever placed their faith in us, we will overcome, no matter how strong a demon you are. It would be an honor to test my blade against you. Guess I shouldn't hold back one bit. As long as we're together, nothing will stand in our way. Time to show you the full power of Zephyr's crafts. I shall demonstrate all the pride the Albarea name has to offer. I'll do all I can to suppress the power of his flames. Okay. If that's how you want to do it. So let's knock it off. The tired one-liners and get down to business. You can do all the talking you want after. Don't be afraid. Class 7, our objective is to force our way past him. Make sure you all have combat links enabled. We're going to need them to stand a chance. Understood. Uh-oh. Go on. Show me how hot you can make me. Ich habe ja schon häufiger mal gehört und gelesen, dass McBurn irgendwie der krasseste von den Ouroboros Enforcern sein soll, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Was ist denn? Was Elvavria? Das, ist das die Frau von den Sephirantes oder was soll das darstellen? Ich weiß nicht. Elvavria R. Okay, erstmal kurz auf die Schwächen gucken. Ich gucke jetzt auch mal so ein bisschen auf das Time-Element wegen der Shadowblade, die wir kürzlich bekommen haben. Und okay, also er hat keine richtige Weakness. Das heißt, es ist die Frage, vor allen Dingen, wie ich mit Emma umgehen will. Ich meine, das Gute ist, sie haben einige Schwächen, was ihre Statusresistenz angeht, sage ich mal. Ja, das könnte ein interessanter Kampf werden, der vor allen Dingen auch damit steht und fällt, was die an Damage austeilen. Und ich glaube, die werden da nicht zimperlich sein. Ich werde jetzt aber gleich mal die ganz harten Geschütze ausfahren. Ich weiß natürlich noch nicht, ob die sich heilen. Wenn die dazu imstande sind, dann habe ich hier natürlich ein Problem, das ist mir klar. Aber ich würde gerne erstmal normal in den Kampf einsteigen, wie ich das unter anderen Umständen auch machen würde. Weil es wäre schon mal ganz hilfreich, wenn ich mit den S-Breaks links und rechts die Gegner aus dem Weg räumen könnte. Und ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Oh, den einen hat es erwischt. Der andere weilt noch unter uns, aber vermutlich nicht mehr lange. Weil wenn es mir jetzt gelingt, die beiden aus dem Weg zu räumen, dann... boah, der hat über 400.000 an HP. Nicht schlecht, Herr Specht. So, eigentlich würde ich am liebsten ihn angreifen, aber ich würde auch den gerne aus dem Weg räumen, damit er gar nicht erst zum nächsten Zug kommt. Weil genau, das war nämlich gerade der Grundgedanke. Wenn ich das jetzt nämlich erledigt habe, also die Helferleine aus dem Weg zu räumen, dann kann ich mit Emma
nämlich auf Defensive und Magie-Reflect gehen. Das war so ein bisschen der Hintergrundansatz. So. Okay, aber guck mal, dann haben wir den doch schon mal gut runter für den ersten Step. Und Awakener's Call geht nicht. Könnt aber über andere Sachen noch nachdenken. Seal. Ey, wenn Seal bei dem klappen würde. Seal heißt doch, dass der dann auch nicht mehr zaubern kann, oder? War da nicht was? So, ich glaube, ich werde aber zuerst mal Motivate nehmen, auch um die CP bei dem einen oder anderen wieder etwas zu stärken. Und eigentlich wäre so eine zweite Overdrive-Runde nochmal richtig gut und dann wahrscheinlich auch das Grab für ihn, wenn Ding Sarah und Laura nochmal die vollen 200 CP haben, aber eins nach dem anderen. So. Ich habe ja auch noch Leute auf der Ersatzbank. Nur ich gehe davon aus, dass wenn der hier richtig gefährlich wird, dann wird das im Zusammenhang mit seinen Zaubern sein und vor allen Dingen im Zusammenhang mit seinem S-Break. Und ich glaube, Magic Reflect wird im Falle eines S-Break-Einsatzes vermutlich nicht viel helfen, oder? Oh shit, jetzt stehen die alle so weit auseinander. Oh, nee. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, warte mal, jetzt gucke ich nochmal kurz hier. Lohnt es sich eventuell, mit einem Angriffszauber um die Ecke zu kommen? Was habe ich hier ansonsten noch? Support Area M. Das ist alles nur so eine kleine Range. Die haben sich alle schon wieder so weit versprenkelt. Attack twice in succession. Weiß ich nicht, ob ich sowas hier auch mal ausprobieren sollte. Ich glaube, ich habe das noch nie irgendwie zum Einsatz gebracht. Support Area M. Slows down the flow of time for targeted enemies. Könnte mir das eventuell weiterhelfen? Würde der dadurch... Also ich versuche links irgendwie zu erkennen, ob das irgendwie eine große Beeinträchtigung ist. Ich kann das nicht einschätzen. Vielleicht sollte ich auch einfach angreifen. Warte mal, ich mach mal... Ach, mir fällt gerade ein, Sarah hat ja noch ihren Forbidden Art da. Das könnte auch nochmal ein Gamechanger werden. Ich würde jetzt einmal Phantom Phobia einsetzen, nur um zu gucken, wie groß der Damage-Output ausfällt. Oh no. Jetzt wehrt er sich auf. Das ist nicht gut. Und Green kommt auch nicht mehr an die Reihe, um mit seinem Impede zwischenzugrätschen. 15.000 ungefähr. Scheibenkleister. So, warte mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall Magic Reflect einsetzen. Die Frage ist nur, auf wen? Ich glaube, ich nehme Laura. Da ist am wahrscheinlichsten, dass sie angegriffen wird, oder? Der ist von der Körperhaltung eher auf Reen ausgerichtet. Ich nehme trotzdem Laura, weil die am nächsten dran steht. Ich glaube, das tut nichts zur Sache, wohin der sich gerade dreht, oder? Oh nein. Das geht eher auf alle. Was, Emma? Weicht sie da nicht aus? Da hatten wir zuletzt immer Mrs. Ich glaube, 60% oder so. Schön. Oh, scheiße, ey. Das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Jetzt habe ich mich zu sehr drauf verlassen, dass das wieder klappt mit dem Ausgeweiche. Oh, Mann. Okay. Warte, wir müssen auf jeden Fall Emma gleich wieder zurückholen. Sophie steht fest. Sie macht knapp 6000 Schaden. Okay. So. Ich wollte aber meine Gruppe auch ein bisschen näher zusammenführen, damit Emmas... Reflexion auch alle irgendwie trifft. Warte mal, ich brauche jetzt irgendwie eine klare Aufgabenteilung. Ich glaube, Reen wird jetzt derjenige sein, der sie gleich wieder zurückholt. Sie greift erstmal an. Weil wenn der einmal mit seiner Purgatorial Flame um die Ecke kommt, dann kann der, glaube ich, sich eh aussuchen, wen er angreifen möchte, weil der scheint eine ganz gute Range zu haben, sonst hätte er Emma gerade nicht ausgenockt. Die hatte ich nämlich gerade gar nicht auf dem Schirm als potenzielles Opfer. Und ich dachte eigentlich auch, dass das ein AOE-Angriff wäre, aber scheinbar ist dem nicht so. Okay, ich werde jetzt hier mal von meinem Serum-Powder Gebrauch machen. Ja, so, da muss ich Reen schnellstmöglich wieder nach vorne bringen, um ihm auch die Reflexion mitzugeben. So, lass mich kurz überlegen. Einmal einen kurzen Blick hier nochmal hingeworfen. Ich meine, Vieh mit ihrem Evade-Wert wird mir wahrscheinlich nicht allzu viel bringen, wenn der die ganze Zeit zaubert, oder?
Bin mir nicht sicher. So, ach guck mal, ich wollte doch mit ihr einmal das hier machen. Geht das auf alle? Da steht Support All. Ja, müsste eigentlich dann auch alle treffen. Ey, ich habe jedes Mal so Angst, wenn der an die Reihe kommt. Wobei er sich für die Purgatorial Flame ja erstmal aufladen muss, ne? Das ist eigentlich ein ganz guter Indikator. Das heißt, es trifft einen nicht komplett aus heiterem Himmel, sage ich mal. Aber viele Reaktionszeiten hast du halt auch nicht. So. Ich schicke ihn jetzt nach vorne. Es ist ein bisschen risky, weil die jetzt alle so auf dem Haufen stehen. Aber dann kann ich wenigstens das jetzt hier nämlich machen. Serene Blessing? Nee, aber das ist auch ganz interessant. Auch weil da der CP-Boost noch mit dran hängt. Also sie hat echt interessante Dinger hier in ihrem Portfolio, muss man mal sagen. So, aber das hier ist eigentlich jetzt das Wichtigste. Weil egal, was jetzt kommt... Also gegen Zauber sind die jetzt gut resistent und wenn er physisch angreifen sollte, haben sie jetzt wenigstens den Boost. Jetzt ist eigentlich nur Emma so richtig akut gefährdet. Könnte Laforte nehmen, aber sie braucht so lange. Sie hat halt so eine lange Abklingzeit auch, weil sie halt überhaupt nicht auf Zauber ausgerichtet ist. Deswegen soll sie einmal so angreifen. Kann ich jetzt hier mit Rush noch ein bisschen nachsetzen? Jawohl. Ey, es ist so krass, wie viel Damage der am Anfang gefressen hat und dass der jetzt erst so ungefähr die Hälfte seiner Energie verliert, das ist schon ein bisschen mächtig. Nicht auf Emma. Okay, das ist okay. Das sollte eigentlich glimpflich ausgehen, oder? Ja, tut es auch. Aber diesmal hat er alle erwischt. Okay, das ging vorhin nur auf einen, also gefühlt nur auf einen, weil Emma so alleine hinten stand, daher ist das nicht so aufgefallen. Aber solange sie regelmäßig rankommt und Reflect wieder nachsetzen kann, sind wir ja eigentlich relativ safe, würde ich sagen. So, ich mache jetzt hier mal... sollte ich hier nochmal? Nee, ich glaube, ich will am ehesten jetzt die Mädels links und rechts. Ach, Laura hat schon wieder ihre vollen 200. Oh. Warte mal, dann könnte ich ja fast die nächste Overdrive-Runde jetzt initiieren. Ich mache aber erstmal den hier. Oh, ich würde so gerne mit Emma in der nächsten Runde die 50 fehlenden CP nochmal voll machen. Aber sie wird wieder dieses Reflexionsschild drauf machen müssen. Sonst haben wir hier ein ganz anderes Problem. Versuche jetzt mal nicht zu überhastet vorzugehen. Also wir bleiben nach wie vor passiv. Das hier wird jetzt einmal nochmal erneuert. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht nochmal auf Emma losgeht, weil dann... Ach du... Okay. Das könnte jetzt richtig ungemütlich werden. Überlebt das überhaupt irgendjemand? Ich könnte mir schon wieder meine ganzen Fingernägel abfressen, ne? Bitte lass es alle überleben. Bitte. Bitte. Töte mich nicht. Niemanden. Also Emma wird das wahrscheinlich nicht überleben. Ach nee, Emma ist ja im Moment. Sarah ist diejenige, die nur noch die Hälfte ihrer Energie übrig hat. Scheiße. Oh nein. Warum ausgerechnet Sarah? Ich war so kurz davor, ihre 200 CP voll zu kriegen. Mann. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Lass mich kurz überlegen, wie ich jetzt am besten verfahre. Ich werde ihr jetzt, glaube ich, die 200 wieder zurückgeben. Und ich weiß nicht, wann sie dann an die Reihe kommt, wenn sie wieder zu uns zurückkehrt, aber das wird auf jeden Fall zum nächsten Overdrive führen, wenn es dann soweit ist. Oh shit, sie kommt erst nach McBurn an die Reihe. Seriously? Hä, warum ist denn Laura jetzt tot? Ach, die hat bestimmt gebrannt. Ja, okay, das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Brennen die anderen auch? Da sehe ich zumindest keine Symbole. Oh Mann, ey. Sehr ungeil. Auf allen erdenklichen Ebenen. Shit, ey. Vor allen Dingen würde ich gerne vermeiden, dass mir Emma jetzt auch abnippelt, aber vielleicht wird sie auch diejenige sein, die ich gleich austausche. Wobei ich denen schon gerne das Schild wieder geben würde.
Warum hat Rin jetzt eigentlich sein Schild verloren? Rin ist nicht gestorben. Der S-Break-Angriff von dem war gerade physisch. Und der hat den trotzdem nicht mehr. Ach, vielleicht hatte sein S-Break auch, dass das Buffs komplett entfernt werden. Weil die Stärke-Buffs und so sind auch alle weg. Daran wird es dann vermutlich liegen. So. Ich mache jetzt nochmal den hier. Auf Laura. Um an meinem ursprünglichen Plan so ein bisschen noch festhalten zu können. Ich muss halt nur irgendwann auch mal zum Zuge kommen, ne? Das wäre ganz schön. So, jetzt ist die große Frage. Ich glaube, sie wird sich jetzt noch einmal aufopfern, um die drei inzwischen wiederbelebten Charaktere einmal zu schützen. Ich weiß gar nicht, ob der außer seiner Purgatorial Flame noch irgendwas anderes kann. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße. Sie hatte doch Vergiftung. War die so stark? Ja gut, sie hatte ja auch nur noch 400 irgendwas an Gesundheit über, ne? So, warte mal, dann mache ich das jetzt anders. Was kann das hier? Das bringt zumindest... Ne, ich mache jetzt hier mal nochmal... Oh, das ist so ein Serum-Powder-Verschleiß hier. Das nervt mich gerade dezent, aber ich hole sie jetzt zurück und danach brauche ich irgendjemanden, der gut heilen kann. Ich glaube, das ist am ehesten Uses mit seinen Breaths, die er da im Portfolio hat. Oder... Ey, wenn ich so sehe, wie wichtig das hier ist mit dem Reflektieren, dann ist das vielleicht doch keine gute Idee, Emma jetzt hier rauszuholen. Oh, ich habe meine Links übrigens wieder ganz vergessen. Auch vorhin bei Dingsy hier, bei Rin und Emma. So, ist es jetzt soweit? Nehme ich jetzt Overdrive? Ist er dann tot? Ich wette, der überlebt. Ich wette, der wird nochmal einen S-Break. Weil ich dem jetzt so viel Schaden mache, wird er nochmal seinen S-Break raushauen. So mit so 2 mm Gesundheitsleiste noch. Und mir dann so in den letzten Sekunden nochmal die Leviten lesen. Gar kein Bock. Aber darauf muss ich mich jetzt mental einstellen. Immer schön aufs Schlimmste vorbereiten. So. Warte mal, sie macht erstmal einmal das hier. Ich habe gerade so eine Angst, irgendwie einen falschen Befehl auszusprechen. Oh, das ist aber deutlich. Was? Was hat er gerade erzählt? Ich weiß es nicht. War das eine Ankündigung dahingehend, dass er jetzt in die nächste krasse Phase kommt oder so? Bitte erspar es mir einfach. Bitte. Bitte sei gnädig. So, und nu? Der hat auf jeden Fall noch deutlich mehr Energie über, als ich das geplant hatte. Ich wollte eigentlich, dass der mit einem klitzekleinen Futzelrest übrig bleibt, also beziehungsweise überlebt, aber das hat nicht so ganz funktioniert. So, überlegen. Was habe ich für Möglichkeiten? Heile ich mich hoch, wenn ich einmal in die Spirit Unification gehe? Hat der das gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde es eventuell mal ausprobieren. Ja. Ja, das Problem war auch gerade bei Sarah und bei Laura, dass beide nicht mehr gebufft waren. Aber ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, ob ich das nochmal nachträglich machen würde, weil damit halt auch wieder Runden ins Land streichen, die vielleicht wieder zum Tod führen könnten. Und ich weiß nicht, ob ich das Risiko nochmal eingehen wollen würde. Vermutlich eher nicht. So, und die bekommen auf jeden Fall ihre Shell wieder zurück. Und ich hoffe, dass der nächste Angriff auch auf die drei geht und nicht auf Emma. Ja, super. Aber gut, das hat sie relativ gut weggesteckt. Das ist in Ordnung. So. Was mache ich jetzt mit dir? Achso, sie hat hier nicht mehr allzu viel Auswahl. Nee, ich glaube, wir greifen jetzt einfach an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier groß nochmal an der Strategie in Anführungsstrichen was ändern soll oder ob ich einfach versuchen sollte, das so durchzuziehen. Ja, guck mal, ein paar Schläge. Da kommt pro Runde auch ganz gut was an Schaden zusammen. Das Aushalten ist hier eher das Problem. Okay, Rin kommt jetzt aber gleich an die Reihe. Das heißt, wenn sein Impede funktioniert, dann kann ich den nächsten Zauber unterbinden. Das wäre schön. Wobei der außer Emma, der würde eh reflektiert werden. Also eigentlich ist das jetzt nicht so gefährlich, wenn es nicht auf Emma geht. Schwierig.
Boah, ich weiß nicht. Uses hatte doch auch ganz geile Sachen noch mit dabei. Ne? Aber ich würde am ehesten Rin eigentlich austauschen wollen. Weil sie hat jetzt auch noch ihren Reflexionsstatus. Also es wäre vermutlich besser, wenn ich Sarah raushole, das zu einem Zeitpunkt zu tun, wenn der Effekt dann abgeklungen ist. So, genau. Und hier wollte ich jetzt Impede nehmen. Also, dass wir diesen Fatal Autumn Leaf Cutter... Sag mir bitte, dass das immer klappt. Sag mir bitte, dass das auch jetzt klappt. Jawohl. Ey, der Schaden war auch ganz okay. Sehr schön. Kann man mal so machen. So. Okay, wenn Rin an die Reihe kommt, dann wird er, glaube ich, ausgetauscht. Ja, aber der hat auch noch seine Reflexion drauf. Shit. Wäre besser, wenn Emma nach Rin rankommen würde, aber jetzt werde ich dafür bestraft, dass sie einen guten Speedwert hat, ne? Jetzt hat sie sich noch vor Rin gedrängelt. In der Situation nicht unbedingt das Allerbeste. Was habe ich denn hier noch Schönes? Boah, die Arts Defense. Ey, ganz ehrlich, man könnte aber drüber nachdenken, weil wenn ich immer Reflexion aktiv halte, ne, dann sollte das eigentlich unproblematisch sein. Deswegen mache ich jetzt genau das. Im schlimmsten Fall wird sie mir jetzt verrecken, aber sie hat ja eh keine CP, deswegen wäre das nur halb so wild. Es wäre nur schade um den Zug, den ich dafür dann noch zusätzlich leisten müsste. Aber guck mal, Emma brauche ich jetzt nicht zwingend, es sei denn, ich mache jetzt einen Angriffszauber mit ihr. Ich weiß leider nicht mehr, was Uses noch so im Portfolio hatte. Sein Noble Command war, glaube ich, ganz gut, weil der die Stats von allen geboostet hat. Ich könnte aber auch mit Alisa, die drei da vorne. Ich glaube, ich mache mal eine Runde Alisa. Einfach um wieder ein bisschen Handlungsspielraum freizuräumen für die beiden angreifenden Mädels vorne. Und um Rin ein bisschen zu heilen. Aber sie würde jetzt einen krassen Angriff von McBurn vermutlich nicht überleben, aber... Jetzt sind wir wenigstens wieder ein bisschen breiter aufgestellt. Und wenn Alisa dann das nächste Mal wieder rankommt, dann kann ich ja Emma wieder mit reinholen. Ich lasse jetzt Rin nur noch drin, weil der seine Reflexion noch aktiv hat. Wenn die nämlich weg wäre, dann hätte ich hier ein Problem. Ziel. Ja, aber Ziel wird bei dem bestimmt nicht funktionieren, oder? Warte mal, was hat der hier für eine... Nee, da steht eine Null. Also sealen kannst du den so oder so nicht. Ich könnte aber nochmal die Spirit Unification nehmen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Weil ich glaube, den ganz großen Damage werde ich jetzt nicht mehr austeilen. Das sind jetzt nur diese kleinen Angriffe, die sich läppern werden. So. Bei ihr habe ich jetzt ein bisschen mehr an Crafts zur Auswahl. Sein Speed würde runtergehen, wenn es denn klappt. Könnte sie selbst auch nochmal boosten. Was glaube ich auch nicht so verkehrt wäre. Ich glaube, ja, ich glaube Lightning Charge machen wir jetzt einmal. Ich kriege jedes Mal richtig Puls, wenn ich sehe, dass McBurns Zug näher rückt. Okay, aber Rin kommt noch vor ihm an die Reihe. Also eigentlich sind wir noch gut in the game. So, du greifst ganz normal an. Jawohl, sogar mit einem Critical. Sehr schön. So, und du impedest ihn jetzt wieder, um ihn seines Zuges zu berauben. Wobei, der wird trotzdem zum Zug kommen, aber wahrscheinlich was weniger Starkes einsetzen. Wobei man taktisch gesehen eigentlich... Was ist das denn? Es ging auf jeden Fall daneben. Es war also irgendwas Magisches, das ist schon mal gut. So, jetzt brauche ich unbedingt Emma wieder. Aber guck mal, so spielen wir uns die Bälle gerade ganz gut zu. Weil hier aus dem Hinterhalt kommen immer die ganzen Support-Sachen, je nachdem, was gerade fällig ist. Und die da vorne, den halten wir jetzt den Rücken frei, um nach und nach Damage auszuteilen. Ich glaube, das könnte am Ende des Tages zum Sieg führen. So, Impede brauche ich jetzt hier nicht. Das heißt, du greifst nochmal normal an. 5-3. Achso. Ich dachte, jetzt würde irgendwas mit McBurn passieren, obwohl ich die Animation jetzt schon ein, zwei Male gesehen habe. So, sie ist jetzt extrem gut gebufft und ich glaube... Ach, guck mal, Stärke minus 50%. Aber das ist schon wieder Arts minus 50%. Ja, obwohl... Ach, keine Ahnung, ich greife jetzt einfach an. Keine Experimente.
einfach nur attackieren, buffen, da wo es eventuell notwendig ist. Und ihn könnte ich immer wieder hier reinbringen. Ich muss nur aufpassen, dass ich genügend CP immer über habe, um hier nochmal impeden zu können, wenn es hart auf hart kommt. Aber eigentlich spricht nichts dagegen, das jetzt nochmal zu machen. Bei zweimal könnt ihr impede noch einsetzen. Das ist völlig im Rahmen. Guck mal, der macht es auch nicht mehr lange. Ich glaube, wir haben den im Sack. Ich habe nur Angst vor der nächsten S-Break-Attacke. Ich wette, hier wird noch eine kommen. Ich hoffe nicht, aber... Was ist das? War das magisch? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und Emma kommt auch vor ihm noch an die Reihe. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch bis zu Emma kommen. Ich glaube, der wird vorher sterben. Jawohl. Sehr gut. Critical Hits gerade. Gutes Timing. Der macht's nicht mehr lange. Ey, ich glaube, das ist mit Abstand einer der schwersten Bosskämpfe hier bisher gewesen. Also im Hauptspiel. Weil ohne diese Seram-Powders wäre das hier, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal... Ich habe nichts mehr. Ups. Ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt trotzdem nochmal auf Nummer sicher. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber egal. Weil ich glaube, ein Schlag von Laura und Reen wird er jetzt nicht mehr überleben. Aber never say never. Vielleicht hat er noch eine zweite oder dritte Phase oder so. Deswegen lieber ein bisschen übervorsichtig sein. Tschüss. Ey, der hat mich aber gut ins Schwitzen gebracht, ne? Also ich will nicht sagen, dass ich den Kampf gut gemacht habe. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, Seram Powder hat mir jetzt hier den Allerwertesten gerade gerettet. Aber der hat schon einiges abverlangt. 2.3, wenigstens ein guter Multiplikator. Einige Level-Ups. Hoffentlich regnet es jetzt Speed-Pünktchen. Jawohl, Reen macht einen guten Anfang. Laura leider nicht. Oh, Emma auch nicht. Aber gut, bei Emma haben wir ja jetzt eine andere Lösung gefunden. Eustace bekommt ein Pünktchen. Ey, Eustace, du warst echt so knapp davor. Ich zeig das hier gerade mit der Hand. So knapp davor warst du, eingesetzt zu werden. I'm sorry. Nächstes Mal. His strength is immense. He isn't known as one of the strongest in Ouroboros for nothing. In a whole different league is right. Damn, this is good. Looks like you guys will do just fine. Those flames around him! Who cares what Abyss and Steel have planned? I've been struggling to find someone ever since that idiot Luve went and kicked it. Luve? Lenhart the Blade Lord? I can't wait to see how much I have to turn up the heat to take you kids out. What? How? This is what you meant by all of you? Blazing demon! His power is beyond comprehension. Can he even be defeated by human hands? He's just like the flame demon in ancient legend. How can anyone be this strong? I don't like doing it, but it's better than us all dying here. Heed my call! Valen! That won't be necessary. Take this! Shining Phoenix Flash! Viscount Arsene! Father! I see I arrived not a moment too soon. I'm proud of you for withstanding his assault like that. Your lordship! I think I'm in love. I mean, thank you for coming. Sarah, stop thinking out loud. Thank goodness you're here. Thank you so much for coming. The Radiant Blade Master, Victor S. Arsene. How could I forget there was always one guy around here worth my time?
Well, no matter how skilled you might be, your sword isn't going to be enough to defeat me. But you don't need me to tell you that, right? Is that a sword? It's a sword from a higher plane. No, it's... That sword shouldn't be able to exist in this world. It's called the demonic sword Anbar. It was paired with the sword Kernweiter that Luvi used way back when. But the two of us go so well together that it ends up looking a little more something like this. Galanshara. No blade could be more worthy of this duel than the one wielded by my ancestor. Power is but an extension of oneself. And what is a sword if not power wrought in steel? I can't deny that your unnatural power far surpasses what I can call for. But ultimately, it's not the might of one's blade, but will and strength of spirit that decide the battle. And so they shall, here and now! Have it your way! Your will is just one more thing I can burn to cinders. Together with your sword and that wing of light around it! Don't make me laugh! I'm watching a clash between entire armies. I don't think there's any weapon in the army with that much power. We have no place in a battle between those who transcend the limits of ordinary humans. Go now! There are more important matters for you to take care of. Now's our chance. Let's get to the elevator. I'll Ich hätte ja mega Sorge um meinen Vater, ne? Den so zurückzulassen mit MacBurn. Also klar, der ist stark, aber der andere halt auch. Deswegen, ich weiß ja nicht. Aber gut, dass er uns mal wieder zufällig und on time zu Hilfe gekommen ist, ne? Und hier Zufälle über Zufälle, die uns am Leben erhalten. Aber der Kampf, der hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. I thought my heart was gonna stop. You're telling me. I'm not sure we would have gotten out of there alive if not for Viscount Arsaid. Likely not. I hope he's alright. Blazing Demon is unsurprisingly apt. There's no reason to worry for my father's safety. He's not the one to be bested, no matter how inhuman his foe may be. He opened this path for us. All we can do is use it to reach our destination. Yeah, you're right. Roger. Haha, I like the way you think. We are getting this far to a lot of people. We can't afford to let them down. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Scheinbar noch nicht ganz oben. Sieht nach dem nächsten Stratum aus. Aber es wird schmaler, oder bilde ich mir das ein? Oh, da ist das ganz oben schon erkennbar, ne? Letztes Stratum wird das jetzt sein. This should be the castle's highest floor. If it is, it will lead us to an area called the Vermilion Throne at the top. I'm guessing that's where Crow and Vida are waiting for us. Alright then.
Hält ja wieder eine Rede für uns. It looks like the path up there is just a straight shot to the top. We're almost there. Keep your guards up till the very end. Right. Of course. Understood. Naturally. Mhm. Let's go. Ich fand's übrigens cool, als am Ende alle gleichzeitig in dieser Textbox stand ja right. Da hat aber jeder ein bisschen was anderes gesagt. Ich glaube, Fee meinte irgendwie auch understood oder so. Ich fand das gut, dass die sich das so nicht so leicht gemacht haben und jeder das Gleiche gesagt hat. Das sind halt so Kleinigkeiten, ne, die dann immer wieder auffallen hier und da. Aber das ist meiner Aufmerksamkeit nicht entronnen. So, hier könnten wir theoretisch nochmal zurück. Sehe ich aber keinen Bedarf. Wo sind wir denn hergekommen? Hier aus der Richtung, ne? Über den... Ach, hier, ja genau, hier war der Fahrstuhl. Ne, hier ist der Fahrstuhl. Ja, wenn ich mich da jetzt raufstelle, fahren wir nicht wieder runter. Okay. Hätte mich auch geärgert, weil dann hätte ich wahrscheinlich wieder einen Cut reingebaut und mich gefragt, warum ich so dumm bin, da raufzulaufen. Aber Ende gut, alles gut. So, um einige Serampowder erleichtert, würde ich jetzt mal den Weg hier fortsetzen und mich überraschen lassen, welche Gegner hier warten. Wobei, wisst ihr was? Ich speichere erstmal. Weil den Kampf nochmal. Nein, danke. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So, hier gibt es jetzt aber neue Viecher scheinbar. Oder ein Upgrade von der anderen Version, die wir hier auch hatten. Im allerersten Stratum gab es die Gegner doch auch, ne? Also, dass ein und derselbe Gegnertypus in ein und demselben Dungeon zweimal auftaucht, das gab es bisher hier, glaube ich, auch noch nicht. Warte mal, ich habe jetzt Alisa noch mit drin. Das ist aber okay. Da ich auch bei ihr die CP gerne einmal voll machen würde. Und das gelingt, indem sie ab und zu mal angreift. Kann man mal machen. So, nächste Runde ist sie dann wieder raus. Und dann haben wir Emma wieder bei uns. Ja, das ist ein guter Plan. Und ich sollte vermutlich, bis ich die Spitze erreicht habe, auch noch meine Overdrives vollkriegen. Ich glaube aber, dass das problematisch werden könnte, weil das sieht hier nicht nach dem allergrößten Areal aus. Aber vielleicht täuscht das auch. Warte mal, wie wird das hier auf der Karte ausgewiesen? Was steht da am Ende? Das erkennt man hier noch nicht. Na gut, dann werden wir erstmal noch ein paar Ebenen nach oben müssen. Aber das geht ja hier auch steil bergauf. Also mich könntest du als möglichen Helden in der Gruppe hier schon in die Tonne kloppen, weil ich nach diesen Treppenaufstiegen schon keine Puste mehr hatte, um danach noch zu kämpfen. Hätte, nicht hatte. Ups. Oh, trotzdem noch Triple Advantage. Das ist sehr, sehr freundlich vom Spiel. Dankeschön. So, ich glaube, ich kann jetzt hier nämlich so weitermachen, mit normalen Angriffen mich nach und nach durchzuwursteln. Das gilt auch für Emma. Die könnte sie jetzt wahrscheinlich alle one-hitten, aber warum? Ja, rein vom Element her wäre das sowieso nicht genau ihr Ding. Aber muss ja auch nicht immer der Fall sein. Es werden aber immer mehr. Wir starteten mit 2 Hades-Pillern und jetzt sind es schon 3. Wie viele würden auf so ein Schlachtfeld raufpassen? Ich glaube, 8 ist generell die Obergrenze für Gegner, oder? Haben wir hier schon mal mehr als 8 Gegner in einem Kampf involviert? Ich glaube, selbst die Kleinstviecher sind von der Quantität her limitiert. Also mehr als 10 auf gar keinen Fall. Ich meine aber, die Grenze liegt bei 8. Keine Ahnung. Müsste ich nochmal in alte Parts reingucken, wo man schwache, aber viele Gegner noch bekämpft hatte, eingangs noch in den roten Kisten. Das hat sich ja jetzt alles so ein bisschen gedreht hin zu weniger Gegner, dafür, oh mein Gott, stärker. Ich muss gerade so hart an Gabriel Celeste denken, aus den Star Ocean Spielen, wegen diesem Flatter-Flügel-Gedingse, was er da hinten dran hat. Ja, Gabriel Celeste wird ja mit jedem Besiegen immer stärker und bekommt ein weiteres Flügelpaar, bis du dann irgendwann die Endausführung von dem besiegen darfst. Das ist, glaube ich, schon relativ traditionell für die Star Ocean Spiele. Ey, ich hoffe, dass du nicht zu krass bist. Regner Bersel. Der klingt, als wäre der sehr unbequem. Aber Emma ist ganz gut bei dem zugange, glaube ich. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Emma wird jetzt hier auch mal wieder auf ihre Zauber zurückgreifen. Die hat jetzt auch die vollen 200 CP. Das ist schön.
Ist Klaion Solarion jetzt zu krass? Warte, ich bleib mal bei Phantomphobia. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit gespeichert. Achso, ich dachte, sie kommt gleich an die Reihe, aber ist nicht. So, und der Rest wird einmal auf den Börsel noch weiter einkloppen. In der Hoffnung, dass wir Emma die Chance auf einen sofortigen Tod, also Tod des Gegners, nicht ihren eigenen, um Gottes Willen, ermöglicht. So, Motivate. Jawohl. Jetzt bin ich gespannt, wie viel dabei rumkommt. 40.000 ungefähr. Ja, der Schaden war überschaubar, aber das war vermutlich auch nicht sein allerstärkster Angriff. So fair muss man, glaube ich, sein. Shadowblade. Ich würde mir das Ding echt gerne mal angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich den Zauber überhaupt kenne. Ach, guck mal, der ist sogar relativ empfindlich dagegen. Wollen wir mal? Ich glaube, ich mache das. Guck mal, sie kommt sogar direkt an die Reihe. Kann ich das auch mal durchlaufen lassen? Ich kenne den Zauber gefühlt gar nicht. Wie viel Schaden hat sie denn jetzt ausgeteilt? Das habe ich gerade irgendwie nicht gesehen. Das wurde voll kurz nur eingeblendet. Schien mir jetzt irgendwie nicht viel mehr zu sein als Phantomphobia, aber war es vermutlich, keine Ahnung. Das war gerade ein bisschen ungünstig visualisiert. So, der wird definitiv nochmal an die Reihe kommen. Es sei denn, Rush finisht den jetzt, aber das glaube ich nicht. Warte mal, das kann ich ja auch einmal skippen. Oh, dieser kleine Futzerest. Ach, du grüne Neune. Nee, das schminken wir uns aber mal ganz schnell ab. Warte mal, den impede ich jetzt. Ich hoffe, das klappt. Ich glaube, das ist keine 100% Wahrscheinlichkeit, dass das geht, oder? Andererseits steht da auch keine... Oh, 196. Wie süß ist das denn? Ja, das war so klar. Toll, Emma. Ist ja ganz toll hinbekommen. Andererseits würde da ja wahrscheinlich ein Prozentsatz stehen, wenn Impede nur, ich sag mal, zu 50% wirken würde, oder? Ist eigentlich immer relativ transparent in diesen Beschreibungstexten. So, Ersatzbank profitiert hier schon wieder von den Kämpfen. Es sei ihnen gegönnt. So, ich muss jetzt erstmal meine Leute wieder ein bisschen stabilisieren, weil das geht so nicht. Das kann ich so nicht stehen lassen. Einmal Holy Breath. Ja, ganz schön teuer, aber egal. Vor den Bosskämpfen kannst du dich ja eh immer aufladen, von daher. Chaos Armor, geil. Klingt stark, wird es vermutlich auch sein. So, Black Armor with a matching cape containing the power of chaos. Das sieht zumindest im unmittelbaren Vergleich hier sehr arztlastig aus. Hat aber ansonsten scheinbar auch ganz gute Werte. Warte mal, sie hat einen Crystal Dress. Das ist eigentlich ein prädestiniertes Rüstungsteil für Emma, wo wir wieder beim Thema wären. Ja, das bekommt sie auch. Stärkepünktchen braucht sie nicht, von dem Rest profitiert sie durchweg. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Die letzten Kistenfunde haben mir sehr gut in die Hände gespielt, muss ich sagen. Beziehungsweise Emma. Aber was Emma in die Hände spielt, das tut es auch für mich. Und am Ende auch für das ganze Team. Also soll sich da keiner beschweren. Wobei ich glaube, bei Class 7 gibt es eh keine Neiddiskussion. Vielleicht im allerersten Jahr zwischen Markias und Yusis. Aber ich glaube, die hatten ganz andere Themen, worüber die sich streiten konnten und streiten wollten vor allen Dingen. Es war der Wunsch nach Streit, der dem Ganzen vorausging. Die Anlässe waren eigentlich eher nichtig. Guck mal, ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, das wären immer mehr. So, aber jetzt kann ich das hier wenigstens sehr kurz und knapp halten, indem wir Emma jetzt einfach hier so ein bisschen auf die Kacke hauen lassen. Die Frage ist nur, mit welchem Zauber. Warte, ich werde gleich gucken. Diese Shadowblade. Ja, wäre hier auf jeden Fall effizienter. Es hat sich nur im letzten Kampf halt irgendwie so angefühlt, als wäre das gar nicht so viel Schaden gewesen. Also, next try. Warte mal, da fehlt einer hinten. Hä? Kriege ich die alle nicht in einen Kreis? Immer fehlt irgendwo einer. Ungeil. Warte mal, wo hatte ich jetzt die meisten drin? Hier. So, machen wir mal. Ah, jetzt hat sie aber einen Critical. Na gut, jetzt wird das wahrscheinlich ganz gut aussehen. Ich drück das mal weg, haben wir gerade schon mal gehabt. Jo. Über 70.000. Aber unter verfälschten Umständen.
Critical zählt nicht. Ich wollte einmal sehen, wie viel Damage sie austeilt ohne Crit. Und inzwischen werfen die Gegner hier auch gar nicht mehr so viele Erfahrungspunkte ab. Also die nächsten Level-Ups, die werden jetzt vermutlich noch ein bisschen dauern. Ah, da ist Inchen wieder. Stay on guard, everyone. Warte mal, wie war das nochmal? Hinten reinlaufen geht. Oh, jetzt sind es zwei. Sogar mit Begleitpersonen noch dahinter. Ich glaube, das könnte durchaus anspruchsvoll werden, ne? Wollen wir uns einfach mal das Leben ganz massiv erleichtern und unseren Joker Laura ziehen? Guck mal, Laura hat sogar Vanish. Warte mal, wenn sie jetzt... Jetzt habe ich schon wieder so eine Logikverständnisfrage. Wenn ich jetzt sowas machen würde, ne? Ne, warte mal, wo hatte ich hier die größte Range hier? Radiant Spin. Sind dann alle weg? Wegen Vanish? Oder zählt das bei Crafts nicht? Ich glaube, ich werde das mal als Feldversuch vertesten. Die hinteren sind weg. Oh shit, die vorderen haben überlebt. Das ist nicht so geil. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein S-Break... Ach nee, sie hat eh ihre vollen CP jetzt nicht mehr. Das heißt, das Thema S-Break, das vertagen wir dann erstmal. Ich würde jetzt den Zauber nochmal nehmen und hoffe, dass die Kamera mir diesmal einen besseren Einblick ermöglicht, wie viel Damage hierbei rumkommt. Ja, okay, das waren 60.000. Seriously? Ist das dein fucking Ernst, ey? Was für ein Mistgegner. Junge! Das war so nicht abgesprochen. Die ganzen schönen 200 CP. Einfach nichts. Nichts übrig geblieben, Mann. Oh, wie ich solche Gegner hasse. Hatte ich jetzt einfach nur Pech, weil ihre Abwehr zu scheiße war? Oder war das so ein Insta-Death-Angriff, der jeden ausgenockt hätte? Oh, das macht die Gegner nur noch schlimmer, ey. Mann! So, warte. Ich muss sie jetzt wieder zurückholen. Und ich werde dafür jetzt kein Serum-Powder ausgeben. Dafür aber sowas hier vermutlich. Ich glaube, das ist der stärkste Nicht-Serum-Powder-Wiederbelebungskram, den wir hier haben. Mann, ey. Bitter einfach. So. Ich hoffe... Oh, es braucht die 10 Jahre, bis sie an die Reihe kommt. Wir werden jetzt bestimmt den nächsten gleich wieder ausrotten. Ich will nicht. Ich nehme jetzt mal Phantom Phobia. Ich glaube, das wird reichen. Wobei, ja doch. Da verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf. Deathbringer. Das Ding heißt auch schon so. Das wird einfach, wenn du Pech hast, dich komplett von 100 auf 0 bringen. Wenn Karma gerade gegen dich ist. Und das finde ich nicht gut. So, wir müssen Sarah auf jeden Fall aufpäppeln, aber ich sehe schon, dass es wieder darauf hinauslaufen wird, dass ich das offscreen machen werde. Oh no. Jetzt lebt der eine noch. Ey, ich habe gerade so ein Schwein gehabt. Das entschädigt gerade ein bisschen dafür, dass ich jetzt so ein Pech mit Sarah hatte. Also was heißt Pech, ne? Es ist klar, dass es ab und zu mal funktionieren wird. Aber gut ist es trotzdem nicht. So, ich mache jetzt mal schon ein bisschen... Bisschen Vorarbeit dahingehend, dass ich sie jetzt schon reinhole. Und mit dem Bless Arrow genau meine Leuchtens hier ein bisschen booste. Allen voran natürlich die arme Sarah. So, der darf auf gar keinen Fall nochmal an die Reihe kommen. Ich bin gerade am überlegen. Eigentlich sollte Sarah den Finishing Hit austeilen. Warte. Ich move ich mal zu... Ah, shit. Ich hätte Motivate nehmen können. Oder mit... Er hat auch ein paar Zauber, die die CP wieder, wieder regenerieren. Aber egal. Das werde ich dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal nachholen. Oder Alisa erstmal im Team lassen. Wobei das Problem hier auf der Ebene ist, dass du hier nur diese Kackgegner hast. Na, wobei die Pillars, die gehen eigentlich ganz gut klar. Aber dann müsste ich hier an dem Dicken nochmal vorbei. Und da habe ich nicht so die Böcke drauf. Beziehungsweise wird das nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt aus dem Weg gehen kann, ohne einen Kampf direkt wieder zu initiieren. Oh, ich habe so eine Angst vor dem Gebiet hier gerade. Oh nein! That one's gonna be a pain. Ja, danke. Fee, du hast das perfekt auf den Punkt gebracht. So, aber ganz ehrlich, wenn Laura direkt zu Runden beginnen ihren S-Break einsetzt,
Dann war es das doch mit denen, oder? Ey, ich hab so... Ich hasse Gegner, die so einen Skill haben. Ich dachte gerade, da wäre noch ein anderer dahinter. Kann ich jetzt auf den zu... Renn! Oh, du bist so eine Pissnelke, ey. Wie der sich in der letzten Sekunde umgedreht hat. Die ganze Zeit warte ich und der macht nichts. Alter, regt mich das hier gerade auf. Der hat sich umgedreht, war eigentlich auf dem Rückweg und hat dann trotzdem nochmal mittendrin die Kurve gekriegt. Was soll das? Ich mach das jetzt einmal so. Könnte sein, dass der jetzt nicht mal beendet ist, der Kampf. Aber es könnte halt nur sein. Gott sei Dank ist er das. Boah, ey. Also hier habe ich jetzt echt ein Problem. Gar kein Thema mit Gegnern, die einfach ein bisschen länger brauchen, weil sie robust sind. Aber sobald so direkt Todangriffe möglich sind, da kriege ich wirklich Hasspickel, kriege ich da. Und zwar nicht nur einen. Meine Stirn ist groß. Da passen viele rauf. Für jeden Gegner einen richtigen Riesenhoshi. Prost. Diesen Gegner bitte jetzt nicht mehr, okay? Packt mir lieber 20 Hades-Pillar vor die Nase. Das ist okay. Damit kann ich arbeiten. Aber nee, jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe echt jetzt ein CP-Problem, ne? Für den nächsten Boss. Also... Auch vor dem Hintergrund, dass das hier nicht so leicht zu befüllen ist. Eigentlich wäre es geil, wenn die hier noch irgend so einen lame Gegner da so auf der Plattform oder hier von mir aus auch platzieren würden. Hauptsache nicht nochmal so ein Geflügelter. Oh. Da liegt hier einfach ein Schad rum. Habe ich die anderswo übersehen? Wisst ihr, ob ich woanders noch Schads übersehen habe oder fängt das hier erst an? Ich bin mir nicht sicher. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank sind hier diese Gegner. An die werde ich mich klammern. Ich schwöre euch, an denen werde ich mich so hochpowen mit CP. Ich werde jetzt hier auch gleich einen Cut machen. Auch wenn das jetzt 10 Jahre dauern wird, aber egal. Ja, Mist, den habe ich jetzt ein bisschen zu schnell gelegt, weil kam jetzt irgendwie so ein Assist noch mit dazu und dann war der schon down, bevor ich alles voll machen konnte, aber egal. Den kriege ich... Oh mein Gott! War das die letzte Kiste des Spiels? Das wäre eigentlich das Naheliegendste, ne? Scheibenkleister. Ich hoffe, ich krieg den irgendwie zum Respawn gebracht. Oh nein. Da ist der jetzt. Gar kein Bock. Der ist der Endgegner für die nächste Folge. Obwohl ich den eigentlich jetzt schon gerne wegklatschen würde. Aber ich traue mir das nicht zu. Shit, ey. Oder ich mache das so, ich werde offscreen mich an dem Pillar hier hochdingsen. Warte mal, ich guck mal, ob wir nicht nur weit genug weglaufe. Also ich hoffe, dass das weit genug auch ausreicht, um den wieder zurückzubringen. Oder da unten ist wieder einer zurück. Ey, ich hoffe nur, dass jetzt nicht hier der auch wieder respawnt. Warte mal, würde ich das jetzt hier in diesem transparenten Kartenabschnitt sehen? Ja, weil da oben sehe ich den ja auch. Nicht, dass ich in unmittelbarer Nähe noch einen anderen Gegner besiegen muss, damit der da oben wieder zurückkommt. Wisst ihr, was ich meine? Oh nee, hier ist auch nur dieser... Shit, ey. Weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht, wenn man speichert und das Spiel nochmal neu lädt. Vielleicht ist der dann weg. Da, so. Ich meine, man könnte auch überlegen, aber S-Breaks haben halt so eine große Range. Ich könnte auch versuchen... Mit S-Breaks, weil der wird bestimmt wieder Begleitung bei sich haben, die einzeln irgendwie aus dem Weg zu räumen, aber das wird mit S-Breaks halt nicht funktionieren. Okay, Leute, ich glaube, das wird beim nächsten Mal kompliziert. Also mein Ziel ist es, an die Spitze dahin zu gelangen, idealerweise, wenn es irgendwie möglich ist mit vollen CP. Und kleiner Reminder für mich, das ist bei dem deshalb so schwer, weil der meine CP komplett auf Null runtersetzen kann. Ich werde mal meinen Trick 17 versuchen, bevor ich hier heute die Konsole ausmache und über Abspeichern und Neuladen den hier zum Respawn zu bringen. Das würde einiges vereinfachen fürs nächste Mal. Aber wir können uns auf jeden Fall schon mal darauf einstellen, dass ich beim nächsten Mal die Spitze erreichen werde und dass dann wahrscheinlich wieder die Hauptstory eskalieren wird. Und darauf habe ich richtig Bock, vorausgesetzt keiner stirbt. Also keiner, den ich richtig gern habe.
So, aber es müssen auch alle anderen nicht unbedingt sterben. Es reicht, wenn sie einfach nicht mehr da sind. Okay, ihr Lieben, bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!